Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch zu Texas Chainsaw Massacre den Familienguide vor. In diesem Video werde ich euch erstmal die Grundlagen zu dem Skilltree erklären, weil es ist wichtig, um das fortlaufende Video zu verstehen. Danach werden wir auf meine Perks eingehen, wo ich denke, dass sie am besten sind, genauso wie auf die Grandpa Perks. Des Weiteren zeige ich euch ein paar kleine grundlegende Tipps, die man auf allen Familienmitgliedern verwenden kann. Und danach gehen wir auf jedes einzelne Familienmitglied ein mit den Vor- und mit den Nachteilen. Kommen wir zu den Skill Trees. Jeder Charakter hat einen uniken Skill Tree, aber alle Skill Trees funktionieren nach dem gleichen Schema. Und das Schema ist ganz klar, sucht ihr euch eine Seite aus, wird die andere gesperrt. Das heißt, ihr werdet niemals schaffen, alles zu verskillen. Damit muss man sich schon mal ein bisschen auseinandersetzen, wie man denn skillen will, um seine Lieblingsperks zu bekommen. Des Weiteren kosten Attributspunkte einen Skillpunkt, Fähigkeiten zwei Skillpunkte. Grandpa-Fähigkeiten kosten auch nochmal zwei Skillpunkte, genauso wie Random Perks, die kosten drei. Wie bekommt ihr diese Skillpunkte? Durchs Levelaufstieg, durchs allgemeine Levelaufstieg. Wenn ihr da ein Level aufsteigt, bekommt ihr fünf Skillpunkte, die ihr dann beliebig in allen Charakteren, wie ihr das wollt, verteilen könnt. Ein Charakter hat Max Level mit 10 erreicht. Das sind im Durchschnitt circa 50 Skillpunkte. Ihr könnt es aber auch schaffen, ein paar mehr Skillpunkte reinzubuttern, wenn ihr bestimmte Wegen folgt. Dann können es auch mal ein paar mehr als 50 Skillpunkte sein. Und da kann man sich halt überlegen, welchen Weg, welche Perks man haben will. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ja, durch Random Perks, also wenn ihr jetzt, sag ich mal, hier skillt und dann geht ihr auf den Random Perk, seht ihr, cool, finde ich scheiße, dann könnt ihr den einfach wieder resetten. Das kostet rein gar nichts und ihr könnt einfach nochmal probieren und kriegt wieder denselben Perk. Ja, jetzt gibt es einen anderen. Okay, seht ihr? Also, die sind doch sehr zufällig. Und genau, das könnt ihr machen. Es hat, ob man es mag oder nicht, ist ja mal hingestellt. Aber so funktioniert das Skillsystem in The Texas Chainsaw Massacre. Und das für jeden Charakter. So, dann kommen wir zu den Perks. Um erstmal das Grundverständnis zu verstehen, es gibt vier verschiedene Kategorien an Perks. Es gibt einmal die Savagery-Kategorie, die Blood Harvesting-Kategorie und die Endurance-Kategorie. Meistens gehen die Perks auf die jeweiligen Kategorien ein, sprich Schaden, wie viel Blut ihr sammelt und wie viel Ausdauer ihr habt. Und dann gibt es noch die Unique Perks, die einzigartigen Perks, speziell nur für das bestimmte Familienmitglied. Die kann auch kein anderer benutzen. Das sind einfach nur spezielle Perks für den jeweiligen Charakter. Dann schauen wir uns mal die Savagery Perks an. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich sehr stark finde. Und es ist einmal der Ferris Skill. Bin zwar nicht der Fan von, wenn man nur Attribute erhöhen möchte, aber er ist trotzdem ziemlich stark. Und wenn man 7 Punkte auf Savagery macht, dann ist das schon einiges an mehr Schaden und man spart sich natürlich auch Attributspunkte, die man dann woanders skillen kann. Dann haben wir nochmal Hysterical Strange, dass wenn ihr unter 15% Stamina jemanden hittet, dann macht ihr bis zu 20% mehr Schaden und das passiert häufiger als man denkt. Dann haben wir You Pay for That, das ist ein Perk, der ziemlich speziell ist, aber ein Match einfach nochmal
unfassbar umreißen kann. Und der ist wie folgt: Wenn ein Überlebender euren Grandpa angreift bzw. stunt, dann wird dieser Perk aktiviert. Und ihr macht dann in der Zeit, wo halt Grandpa gestunt ist, macht ihr 25% mehr Schaden. Was brutal viel ist, wenn man ihn gut einsetzen kann. Dann haben wir noch den Perk Serrated, was der momentan wahrscheinlich der stärkste Perk in-game ist, da wenn du einen Survivor hittest, dieser ein Schaden bekommt über 3 bzw. bis zu 5 Sekunden. Hört sich nicht viel an, ist aber schon recht viel. Gerade für Klassen, die weniger Damage machen, es kann schon mal entscheiden, ob der Survivor noch entkommt oder ob ihr ihn tötet. Kommen wir zu dem Blood Harvesting Perk. Da würde ich als erstes sagen, Blood Runner ist ein Standard Perk für jeden, deswegen ist der auch ziemlich strong, meiner Meinung nach. Und er verbraucht halt 15% weniger Stamina bei euren Aktionen, egal ob ihr rennt oder jemanden hittet. Wenn ihr natürlich über 50% Blut mit euch trägt, und das ist eigentlich die Regel. Und wir haben natürlich noch Surgical, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber das ist auch ein ziemlich nicer Perk, da ihr 100% mehr Blut von Überlebenden bekommt, wenn ihr sie hittet. Gerade für Builds, wo ihr nur Blut farmen wollt, also euren Grandpa schnell auf Level 5 pushen wollt, ist das einfach nur perfekt. Wir haben noch den Perk Rage. Wenn ihr einen Überlebenden hittet, dann wird eure Fähigkeitsleiste um bis zu 15% wieder aufgefüllt, was einfach nur awesome ist für den einen oder anderen Killer. Kann ich immer nur empfehlen, dabei zu haben. Kommen wir zu den Endurance Perks. Endurance Perks gibt es relativ viele, die ich ziemlich gut finde. Einmal haben wir den Pack Animal. Wenn jemand eine Sneak-Attacke hinter euch macht, wird der Überlebende erstmal um 9 Sekunden angezeigt. Was gerade mit Boba ziemlich praktisch sein, kommen wir zu dem nächsten, Down the Rabbit Hole. Ein absoluter S-Tier-Perk. Es passiert so oft, dass im Chase ein Überlebender in einen Brunnen springt, weil es die beste Möglichkeit ist, einem Chase zu entkommen. Und wie praktisch wäre es sein, wenn ihr den Überlebenden dann bis zu 17 Sekunden sehen könnt, was er da unten treibt und ihn einfach direkt wieder in einen Chase bringt. Absoluter S-Tier-Perk, kann ich nur jedem empfehlen. Fired Up ist genauso geil, wenn ihr nämlich komplett out of Stamina seid und dieses da rumsteht und nichts tut sozusagen, weil ihr euch nicht bewegen könnt, habt ihr bis zu 90% schnellere Regeneration von eurem Stamina. Das ist einfach nur awesome. Dann haben wir Special Blend. Wenn ihr mit Sissy spielt oder als Sissy oder mit Sissy spielt, ist das ein absoluter, insane guter Perk. Erstmal kriegt ihr bis zu 50% Stamina Regeneration für 30 Sekunden und eure nächste Attacke hat einen Poison-Effekt auf die Überlebenden. Das heißt, er macht über Zeit Schaden. Und dann haben wir noch Tracker Tagged, der Überlebende für bis zu 5 Sekunden highlightet, wenn ihr sie gehittet habt, für die ganze Familie. Absolut insane. Die Unique Perks spreche ich an, sobald wir bei dem jeweiligen Charakter sind. Kommen wir zum Grandpa Perks. Da haben wir einmal Always in Sync. Das ist die Fähigkeit, die ihr mit eurem Mausrad benutzt, wo ihr halt alles sehen könnt, schwarz und weiß. Wenn darauf weniger Cooldown, also die macht weniger Cooldown und eure Fähigkeit funktioniert länger, das kann absolut praktisch sein. Dann haben wir noch Brute Strange, wo jedes Familienmitglied ein bisschen mehr Schaden macht. Das ist immer gut zu haben. Nobody Escape Hell, dass die Minigames 40% schwieriger sind für alle Überlebenden. Das kann schon mit gewissen Charakteren und gewissen Perks ziemlich brutal werden. Auch immer gut mitzunehmen. Dann haben wir noch Experience Stalker. Finde ich persönlich sehr geil, da die Zeit, dass die Überlebenden gewarnt werden, reduziert ist. Also dieser gelbe Balken, den ihr bekommt als Überlebender, der wird sozusagen erst später verwendet. Dann haben wir noch, ja, Don't Have All Day, Stamina Drain Sprinting Decrease bei 20%. Das, ihr verbraucht weniger Ausdauer, wenn ihr sprintet. 20% für die ganze Familie, ultra stark. Dann Swinging for the Fence ist, ihr verbraucht weniger Ausdauer, wenn ihr angreift.
auch absolut overpowered. Und dann haben wir noch Well, 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 ist, wenn die Survivor einen Brunnen runterspringen, dass sie 50% more Damage kriegen. Absolut insaner Perk. Jetzt wollte ich mit euch noch über den Anfang des Spiels reden. Und zwar vergesst bloß nicht, diese kleinen Tunnel zuzumachen, solange Boba noch unten beschäftigt ist. Ihr habt ja genug Zeit, da ein paar kleine Tunnel zuzumachen. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist diese Türen unter Strom zu setzen, zum Beispiel mit der Autobatterie, wenn die aus ist. Am besten einfach anschalten, das seht ihr an der grünen Leuchte. Die muss rot leuchten, sonst können die Survivor ganz einfach abhauen. Vergesst nicht Blut zu sammeln, weil Grandpa braucht Blut, ne? Immer wichtig, immer wichtig. Ihr habt Zeit, ihr habt ein bisschen Zeit, also ihr kommt sowieso nicht direkt an die Survivor ran. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Grandpa. Der Grandpa hat drei Möglichkeiten aufzuwachen. Möglichkeit Nummer 1 ist, die Überlebenden machen laute Geräusche die ganze Zeit, dann wird Grandpa aufgeweckt, die Überlebenden kommen aus dem Keller raus, dann wird Grandpa aufgeweckt und wenn Leatherface unten jemanden tötet, dann wird Grandpa aufgeweckt. Und erst wenn Grandpa aufgeweckt ist, könnt ihr mit der Familie sozusagen in den Keller runtergehen. Und dann seht ihr ja bei Grandpa eine Zahl unten, die 0. Und wir haben ja diese Grandpa-Fähigkeiten, die da links daneben aufgelistet sind. Und das läuft wie folgt ab. Grandpa hat 5 Level, die er aufsteigen kann. Mit jedem Level wird er stärker, werden wir stärker als Familie. Und in den ersten 3 Leveln schalten wir noch jeweils eine von diesen Fähigkeiten frei. Sprich, ihr müsst Grandpa leveln, um eure ganzen Fähigkeiten zu haben. Und was auch ganz wichtig ist, mit jedem Level up schreit Grandpa und alle Überlebenden, die sich in diesem Schrei bewegen, können gespottet werden von euch. Außer wenn er auf Level 5 geht. Wenn er auf Level 5 geht, dann werden alle Überlebenden werden aufgedeckt, egal was sie tun. Sprich, wenn ihr nur noch einen Überlebenden übrig habt und ihr findet ihn einfach nicht, hört auf zu suchen und füttert Grandpa am besten, weil wenn er sobald er Level 5 ist, seht ihr diesen letzten Überlebenden und ihr könnt ihn töten. Was auch noch wichtig ist, dass wenn die Survivor Grandpa angreifen, dann verliert Grandpa wieder ein Level. Also können die Survivor euch sozusagen diese Level auch wieder wegnehmen. Da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Kommen wir zu den einzelnen Familienmitgliedern und ihren Vor- und Nachteilen. Ich werde mit Johnny anfangen und seine Fähigkeit ist ziemlich straightforward. Alles, was sie tut, ist Fußspuren auf dem Boden ausfindig machen, wo die Überlebenden langgelaufen sind. Und wenn ihr diese Fußspuren analysiert, dann kommt ein Trail von Fußspuren, die ihr folgen könnt und am Ende erwartet ihr ein Survivor. Dann, was sind seine Vorteile? Die Vorteile von Johnny sind ganz klar Überlebende suchen. Er ist ein absolutes Tier, was es heißt, Überlebende zu finden und sie zu jagen. Wenn er mal einen Überlebenden gefunden hat, ist es sehr, sehr, sehr schwierig für den Überlebenden wieder wegzukommen, da er ja permanent seine Fußspuren tracken kann und er sich wenig verstecken kann, bis auf den Brunnen runterzuspringen. Dann macht er extrem viel Damage und er hat sehr viel Ausdauer. Was schwach ist bei ihm, ist die Rate an Blut, die er sammelt. Die ist nicht prickelnd, aber die brauche auch nicht, wenn ich mal ehrlich bin. Er ist sehr gut im Solo-Play, also für Solo-Spieler euch da draußen kann man ihn sehr gut spielen. Und er ist sehr anfängerfreundlich. Meiner Meinung nach kommt man mit ihm sehr schnell rein. Seine Fähigkeit ist absolut nicht schwer zu verstehen. Ihr müsst nur die Fußspuren auf dem Boden finden und ihn folgen. Und am Ende des Regenbogens erwartet euch ein Überlebender. Ziemlich einfach, oder? Seine Nachteile aber auch sind wiederum, dass er natürlich nicht über Hindernisse klettern kann, also durch Ritzen und durch diese Löcher kriechen kann. Das geht mit ihm nicht. Dann kommen wir mal zu seiner Fähigkeit. Sein Fähigkeitsbaum ist jetzt nicht der stärkste, aber ist auch nicht das Schwächste im Spiel. Und ich würde euch, also meine Empfehlung für euch ist, auf Level 1 eure
Konsumrate von Fußspuren zu reduzieren, dass ihr schneller Fußspuren analysiert. Dann würde ich darauf gehen, dass ihr Clues 30% höhere Reichweite habt, um sie zu finden. Und zu guter Letzt die Rate an Fußspuren, die euch angezeigt werden, um 100% zu erhöhen, damit ihr schneller seht, wo der Survivor hingerannt ist. Das ist mein Bildvorschlag für euch, was meiner Meinung nach am stärksten ist. Dann kommen wir zu den Perks. Meiner Meinung nach der stärkste Bild für Johnny ist Serrated, dann Rage und dann je nachdem, welchen von beiden Perks ihr bekommt, einmal Fired Up oder Bloodrunner. Okay, Bloodrunner haben wir ja eh schon von Anfang an. Aber falls ihr Fired Up bekommt, würde ich wahrscheinlich eher Fired Up nehmen anstatt Bloodrunner. Das sind meine drei Perks für Johnny. Und dann kommen wir noch zu seinem Unique Perks, auch einer seiner Schwächen meiner Meinung nach. Und es ist Patient. Und wenn er stillsteht, dann wird seine Ability weniger aufgebraucht. Was absolut useless ist meiner Meinung nach. Aber ist okay, kann jeder sehen, wer will. Meiner Meinung nach useless. Deswegen ist auch eine Riesenschwäche von ihm. Er hat keine coolen Unique. Mit Grandpa würde ich hier ehrlich gesagt, gibt es nichts Spezifisches, was ich nehmen würde. Alles, was ich am Anfang gesagt habe, ist ganz cool. Die Attribute. Wie würde ich die Attribute verteilen? Ganz klar. Ich würde auf Savagery gehen und auf Endurance. Ich würde, wenn geht, 15 Punkte Savagery machen und 10 Punkte nochmal in Endurance rein. Wenn ihr nicht keine 25 Skillpunkte habt, würde ich die von Savagery wegnehmen. Die fehlenden Punkte anstatt von Endurance. Ich würde auf Blood Harvest komplett scheißen, weil ihr kriegt so oder so genug Blut. Wenn ihr nicht direkt einen Blutbild macht, dann macht das auch keinen Unterschied. Kommen wir zum Skilltree von Johnny. Die perfekte Formel habe ich nicht, leider, um mein Bild zu spielen. Die einzige, also meine Empfehlung für euch ist, ihr skillt nach oben. Dann habt ihr nämlich Rage und ihr habt hier die Möglichkeit, ihr habt drei Möglichkeiten sozusagen, Scavenger zu bekommen. Ob ihr es bekommt oder nicht und ob ihr die Geduld habt, das wieder zu resetten, ist eure Sache. Und ihr bekommt Spring for the Fences, was eine sehr geile Grandpa-Fähigkeit ist. Also, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist dieser Part für euch in der Mitte die beste Skill-Möglichkeit, die ihr mit Johnny habt. Kommen wir zu Leatherface. Leatherface-Fähigkeit ist seine Kettensäge. Ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Seine Kettensäge macht brutal viel Damage und kann Hindernisse zerstören. So wie die kleinen Sachen zum Reinkriechen und diese Kisten mit dem Stacheldraht oben drüber. Die beiden Hindernisse kann er zerstören. Was aber auch wichtig ist, gerade diese Kästen mit den Stacheldrähten, gerade draußen bestimmte Punkte gibt es bestimmte Kisten, die man zerstören sollte, damit eure Familie ein Vorteil hat, weil keiner von der Familie kann über diese Dinger rüber. Außer Boba kann sie zerstören. Unterschätzt es nicht. Was natürlich blöd ist mit der Kettensäge. Man muss sie aufladen, man muss sie so starten. Dann kann die überhitzen. Und sie macht einfach verdammt viel Geräusche. Kommen wir zu den Vorteilen von Leatherface. Leatherface macht extrem viel Damage, habe ich schon erwähnt. Er kann extrem lange rennen und auch erst relativ schnell. Ich bin mir nicht sicher, ob jedes Familienmitglied gleich schnell ist. Manche fühlen sich schneller an als andere. Aber ich habe eher das Gefühl, ist so ein Gefühl, dass eigentlich alle gleich schnell sind. Ja. Haben wir auch schon erwähnt, genau. Er kann Obstacles zerstören, also Hindernisse zerstören. Und er sieht aber auch die Geräuschsignale. Meine Katze macht schon wieder Heckmeck. Man sieht auch Geräuschsignale, also wenn jemand durch eine Tür sprintet oder diese Knochen da alarmiert, die halten absolut länger, also was ich ziemlich gut finde. Und er ist sehr anfängerfreundlich, meiner Meinung nach. Man muss nicht viel können mit ihm, man muss nur mit der Kettensäge, bam, einfach nur die Survivor umnieten.
kommen wir zu den Nachteilen, die eigentlich schon auch ziemlich, ziemlich viele sind. Erstmal, er kann fast kein Blut sammeln. Ja, als Laserface braucht man es auch nicht wirklich. Und es ist immer noch ausreichend, was er sammeln kann. Seine Fähigkeiten-Upgrades sind relativ schwach. Meiner Meinung nach sehe ich bei vielen nicht so viel Sinn hinter. Können andere anders sehen, ist meine Meinung. Dann ist es verdammt schwierig, mit Laserface Überlebende überhaupt zu finden, weil du hast keine Tracking-Möglichkeiten mit dem Laserface und er kann keine Leitern hochklettern, was auch meiner Meinung nach ein riesiger Nachteil ist für ihn. Und habe ich schon erwähnt, dass er laut ist? Er ist unfassbar laut mit seiner Kettensäge. Jeder weiß eigentlich, wenn du kommst, außer du machst die Kettensäge aus und dann löst du so rum und dann machst du sie wieder an. Ich weiß nicht, da könnte man denn schon drüber sagen, dass man dann auf das mittlere geht, was ich sowieso gehen würde. Ich weiß nicht, ich habe noch nie meine Kettensäge overheated. Deswegen finde ich die beiden Reihen absolut useless und ich würde voll auf Mitte gehen. Deswegen, ich finde diese Upgrades für Leatherface, ich finde die einfach alle ziemlich schwach. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Upgrades von Leatherface haltet. Für mich sind sie nichts, aber ich mag auch allgemein Leatherface nicht zu spielen. Vielleicht liegt's auch daran. Dann kommen wir zu den Unique Perks von Leatherface. Der hat nämlich ziemlich viele. Er hat 5. Einmal 2 Circle Chargers. Finde ich ziemlich useless. Ein Rough Cut ist auch ein ziemlich starker Perk. Das ist halt der Perk, den die anderen haben. Bloß er hat es als unique. Dann haben wir Mastery Key, was meiner Meinung nach der beste Perk ist von den ganzen Unique Perks, weil er kann einfach 5 Türen zerstören. Instantly. Das ist mega krass, mega heftig. Also finde ich ziemlich, ziemlich stark, diese Fähigkeit. Und dennoch Bring Home the Bacon. Carrying a victim highlights Leatherface to all family members for 5 seconds. Ja, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Also von den 5 Perks sind 2, die mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und aus denen machen wir eigentlich auch ein Bild. Also da würde ich mich euch empfehlen, Rough Cut drin zu haben und Master Key. Kommen wir jetzt zum meiner Meinung nach Best Bild für Boba. Und ja, mit Master Key würde ich auf jeden Fall festsetzen, beziehungsweise wenn es hart auf hart kommt, würde ich mich entweder für Master Key oder für Rough Cut entscheiden. Dann ist absolut nice ist Pack Animal, weil, wie ich schon mal erwähnt habe, gerade Leatherface wird oft von hinten gebackstabbt. Da ist dieser Perk schon sehr, sehr nice. Und Down the Rabbit Hole ist auch sehr, sehr nice, der Perk. Damit man immer schön sehen kann, wann ein Survivor den Brunnen runtergegangen ist. Mega nice, der Perk. Hier haben wir keinen Perk, der mir gut für Bubba zusagt. Aber hier haben wir wieder Tenderizer. Ja, ich weiß, den Perk hatte ich nicht. Er ist auch nicht wirklich ein cooler Perk, aber er passt einfach zu Boba. Ihr seid so ein Zerstörer und ihr rennt da einfach durch und slammt einfach Türen auf und die Survivor dahinter kriegen einfach Damage. Ist einfach nur geil. Es macht einfach nur Bock, Leute. Es macht einfach nur Bock. Hier ist wieder relativ egal, was ihr nehmt. Ein von den Perks, die ich am Anfang erwähnt habe. Natürlich, wäre ziemlich praktisch, weil die Survivor dann nochmal 50% mehr Schaden kriegen. Bei den Attributen, die ihr bekommt, würde ich Brutalität und Endurance gehen voll. Komplett. Macht es auf 50 voll. Scheiß auf Blood Harvest. Rastet aus, rasiert und habt Spaß. Dann kommen wir zum Skill Tree. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich persönlich würde mich aber auch hier wieder für die Mitte entscheiden. Weil wir haben ja immer Rough Cut, was wichtig ist. Aber wir haben natürlich leider nicht unsere andere Fähigkeit hier drüben ist. Das ist nämlich das Problem, dass wir nämlich nur eine von beiden bekommen. Hier wiederum haben wir dann natürlich auch nochmal Well, was halt ziemlich praktisch ist, und Down the Rabbit Hole. Das heißt, hier haben wir 2 Perks. Deswegen würde ich mich für die Mitte entscheiden.
Und für den letzten dritten Perk würde ich dann wahrscheinlich entweder Pack Animal, was ihr schon habt, oder ihr kriegt sogar Trendomizer. Aber ihr könnt auch, falls euch das lieber ist, das mitnehmen, auch wenn mir der Perk nicht gefällt. Also, ich kann euch nur empfehlen, geht die Mitte hoch. Für meinem Bild ist das Sinnvollste. Dann kommen wir zum nächsten Familienmitglied. Und das ist Cook. Ich würde sagen, unser Ältester. So bewegt er sich auch. Und so spielt er sich auch leider. Cook ist meiner Meinung nach das schwächste Familienmitglied im ganzen Spiel. Er kann übertrieben stark sein. Ja, übertrieben. Aber er hat viele Schwächen, die ich nicht gut finde. Aber dazu kommen wir gleich. Also seine Fähigkeit ist Sneak. Was das heißt, er kann mit seinem Ohr, wenn er die Fähigkeit benutzt, sucht er sozusagen Geräuschkulissen. Und diese werden euch mit so einem Equalizer oder was auch das sein soll, angezeigt, in welche Richtung das ist. Und wenn ihr dann einen Überlebenden gepinpointet habt, wird der Kreis kleiner und er wird nur für euch gehighlightet. 3 Sekunden. Und da ist schon die erste Schwäche. Überlebenden werden nur 3 Sekunden gehighlightet. Aber okay. Fangen wir erstmal bei den Vorteilen an. Er ist extrem schnell, was es heißt, Überlebende zu finden. Also da kann ihm keiner das Wasser reichen. Er kann so schnell Überlebende finden, da seid ihr noch am Blut sammeln. Da hat er schon einen Überlebenden gefunden, den er jagt. Er macht recht viel Damage, was ganz gut ist. Er hat einen sehr starken Unique Perk, was ich sehr gut finde. Dann kann er noch Türen verschließen. Er hat ein extra Schloss. 3 Schlösser hat er, wo er 3 Türen mit verschließen kann. Was sehr, sehr praktisch sein kann, da die nur mit einem Dietrich geöffnet werden können. Und wenn man die gut placed, dann ist das schon sehr geil. Also kann das schon sehr Zeit-wasting sein für die Überlebenden. Er sammelt auch ganz gut Blut. Also da hat er jetzt auch nicht das Problem. Seine Fähigkeit ist auch recht schnell wieder ready. Also er kann die fast im Dauerbetrieb einsetzen, diese Fähigkeit. Aber er muss halt dafür stehen bleiben, um diese Fähigkeit benutzen zu können. Und meiner Meinung nach ist er, wenn man ihn solo spielt, alleine ist er unfassbar schwach. Er kann funktionieren, aber er ist unfassbar schwach einfach. Im Team kann er extrem stark sein, muss er aber nicht. Deswegen sage ich, er ist ein schwieriger Fall. Er ist einfach ein schwieriger Fall. Dann kommen wir zu seinen Nachteilen. Wie ich schon gesagt habe, seine Ability ist einfach zu kurz. 3 Sekunden den Survivor sehen, ist nix. Tut mir leid, also da muss man schon wirklich gut spielen. Also man muss schon gut spielen können, um ihn effektiv spielen zu können. Dann ist seine Fähigkeit auch noch obendrein recht schwierig und umständlich. Also es ist nicht direkt schwierig, aber es ist recht umständlich, diese Fähigkeit zu benutzen. Da man vor allem tote Survivor auch mit der Fähigkeit hören kann, obwohl sie tot sind, machen die immer noch wohl Geräusche. Und deswegen, wenn ihr denn da zu nah dran seid, dann wird euch immer nur der eine tote Survivor angezeigt, was total scheiße ist. Dann, wenn ihr zu nah an Generatoren seid, werden euch die Generatoren angezeigt und keine anderen lebendigen Survivor, was auch eine riesige Schwäche ist von der Fähigkeit, einfach, was die dann an manchen Orten einfach nutzlos macht. Und deswegen reihe ich ihn auch relativ weit unten ein. Er hat unfassbar wenig Ausdauer. Seine Upgrades sind schwach von seiner Fähigkeit. Und er kann auch nicht durch Hindernisse oder über Hindernisse gehen. So, dann kommen wir zu dem Upgraden von seinen Fähigkeiten. Also, meiner Meinung nach würde ich beide in der Mitte upgraden. Also einmal den hier, dann das und dann rechts hoch. Finde ich am stärksten. Highlight Victims am Markt for the entire family. Das kann ihn extrem boosten. Ich meine, die anderen sind auch nicht schlecht. Dieses Highlight Victims Stay, also dass man statt 3 Sekunden, dass er 6 Sekunden gehighlightet wird, ist jetzt aber auch kein wirklicher Game Changer. Ne? Und dass man halb so lange braucht, um die Survivor zu pinpointen. Ja, also meiner Meinung nach bräuchte der alle 3 Perks hier oben, um wirklich mit den anderen Familienmitgliedern mitspielen zu können. Aber wie gesagt, er kann auch ziemlich stark
sein, gerade im Teamplay, wenn man viel kommunizieren kann. Man kann ihn schon zum Funktionieren bringen. Aber warum nicht einfach Familienmitglieder spielen, die funktionieren? Ne? Da ist halt wieder die Sache. Dann kommen wir mal nochmal zu sein. Also, ich würde wahrscheinlich alles auf Endurance packen und auf Blood Harvest. Denn es ist ein ziemlich guter, ausgeglichener Charakter. Also 20 Punkte auf Endurance und 5 Punkte auf Blood Harvest. Dann seid ihr 35, 30, 30. Ist immer sehr, sehr gut. Kommen wir zum Loadout. Also, was ich festgestellt habe, erstmal kommen wir natürlich zu seinen uniken Perks. Es ist einmal Prey Drive. Das heißt, dass wenn er einen Überlebenden gespottet hat, dass er 40% mehr Stamina regeneriert für die nächsten 15 Sekunden. Finde ich persönlich sehr, 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 sehr strong. Und Security Pins, was dann nochmal die seine Schlösser, die er raufmacht, die dann nochmal 50% schwerer werden zu unlocken. Und wenn man dann noch sozusagen den Grandpa-Perk reinnimmt, dass die ganzen Schlösser nochmal 40% schwieriger sind, dann das schon ziemlich, ziemlich eklig wären. Das Problem ist aber, dass er das alleine nicht kann. Er braucht dafür ein Team und deswegen meine ich, er ist relativ useless im Solo-Play. Also der Loadout ist meiner Meinung nach Prey Drive und Security Pins würde ich gerne reinnehmen. Ich würde beide gerne reinhaben, geht aber nicht, deswegen würde ich persönlich mich für Prey Drive entscheiden. Oder ihr geht wirklich auf so ein Ekelbild, was wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser ist. Aber dafür braucht man wieder viel Map-Knowledge. Man muss wissen, welche Türen sind wichtig. Wo gehen die Survivor? Also welche Tür wird oft benutzt? Was habe ich für eine Map? Ich muss die Map kennen. Ich muss die Ausgänge kennen. Ich muss die ganzen Türen kennen. Versteht, da kommt so viel dazu, ne? So viel Wissen, was man haben muss, damit es wirklich effektiv einzusetzen ist. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal mit Prey Drive. Und der Perk ist gepaart eigentlich ziemlich simpel mit Blood Runner, meine ich. Oder Fired Up. Ja, seht, die beiden Perks kommen ziemlich oft vor, weil meiner Meinung nach ist es wichtig, seine Stamina im Griff zu haben. Weil umso mehr Stamina du hast, umso mehr Stamina. Umso weniger Stamina verbraucht wird, umso mehr Regeneration du hast, umso länger kannst du sprinten, umso schneller findest du Survivor, umso schneller tötest du Survivor und. Es hat nur Vorteile. Und dann würde ich halt Track Attack nehmen. Das hier. Das, wenn du einen Survivor hittest, dass alle anderen das sehen. Das heißt, mit der Fähigkeit, gerade im Solo-Play, wenn ihr alleine unterwegs seid und Survivor hittet und ihr den Tracker taggt habt, dass ihr sozusagen, dass eure Familienmitglieder Bescheid wissen. Also Grandpa könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Habe ich schon gesagt. Also hier, das finde ich sehr, sehr nice. Könnt ihr aber nicht bekommen mit der Fähigkeit. Dann kommen wir nämlich auch schon direkt zum Skilltree. Ja, der Skilltree bei Cook ist scheiße, weil wenn wir hier gucken, wir haben hier nämlich Security Pins und hier haben wir Nobody Escape Hell. Deswegen meine ich, du kannst nicht das skillen und das bekommen, du kannst auch nicht hier skillen und das bekommen. Und dann haben wir noch unseren anderen Prey Drive. So, das heißt, wir sind hier in der Gabelung. Wir können nur das oder das nehmen. Ja, ist unpraktisch, aber es ist wie es ist, ne? Deswegen ist es relativ, hier ist es relativ egal, wie ihr skillt. Ich würde halt schon empfehlen, also nach oben oder nach rechts zu skillen, damit ihr einmal Prey Drive bekommt und Nobody Escape Hell bekommt. Ja, das ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, aber wie genau ihr jetzt, also hier lang, ob ihr denn hier lang skillt, ob ihr hier lang skillt, so oder hier lang, das ist euch überlassen. Ja, das war's dann, glaube ich, auch mit Cook soweit. Dann kommen wir zu dem Familienmitglied, der meiner Meinung nach am verrücktesten von allen ist. Also schon wie er aussieht und wie er sich benimmt, ist einfach nur crazy. Und zwar Hitchhiker. Seine Fähigkeit ist es, Fallen zu legen. Er kann insgesamt drei Fallen auf der Map verteilen, wo er will.
Und wenn ein Survivor da reinläuft, dann ist dieser Survivor erstmal festgehalten und muss sich befreien. Aber wir kriegen eine Audio, dass da jemand festgehalten wurde. Also beziehungsweise, dass eine Falle von uns ausgelöst ist. Survivor haben zwei Möglichkeiten. Wenn sie reingelaufen sind, wenn sie so einen Knochen dabei haben, dann können sie sich relativ schnell aus der Falle befreien. Aber sie können auch, wenn sie einen Knochen dabei haben, diese Falle, bevor sie reinlaufen, entschärfen. Ihr könnt eure Fallen aber immer wieder scharf machen oder aufnehmen und woanders hinbringen. Das ist kein Problem. Kommen wir zu seinen Stärken. Erstmal kann er durch Wände durchgehen und durch diese kleinen Öffnungen, was ihn super in einem Chase macht. Dann durch seine Fallen kann er ziemlich gut bestimmte Bereiche auf der Map kontrollieren, da man mit der Falle bestimmte Türen oder so einfach blocken kann und die Survivor müssen entweder sie entschärfen oder treten rein. Beides werden wir mitbekommen. Dann finde ich auch noch, dass er ziemlich im Solo-Play ziemlich stark ist. Er kann auch in der Gruppe ziemlich stark sein. Aber wenn ihr jetzt alleine spielt, ist er eigentlich ein ziemlich guter Pick. Mit seiner, also er hat auch relativ viel Ausdauer. Er macht aber leider wenig Schaden. Das könnt ihr aber mit euren Attributen wieder ausgleichen. Und er hat meiner Meinung nach wieder sehr starke Upgrades für seine Fähigkeit. Die Downside von diesem Char ist leider, man muss schon die Map kennen. Also er ist nicht gerade anfängerfreundlich, da das Placen von den Fallen schon sehr, sehr stark abhängig ist davon, wie dieser crazy Dude performt. Dann ist es schwierig, also er sammelt ganz gut Blut, aber nicht so viel, aber es ist ausreichend, wie immer. So, dann kommen wir mal kurz zu seinen Fähigkeiten und ich finde sie alle ziemlich nice. Erstmal haben wir die Fähigkeit, dass wenn jemand in eine Falle tappt, dass alle Familienmitglieder sie sehen. Finde ich sehr, sehr geil. Dann haben wir noch eine Fähigkeit, dass man Blut bekommt, also mehr Blut bekommt, wenn jemand reintritt. Also da tritt jemand rein, befreit sich, rennt weg und dann habt ihr da schön viel Blut, was ihr sammeln könnt. Ist meiner Meinung nach der schlechteste Perk von allen dreien, aber er hat trotzdem Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Und dann komme ich zum coolsten Perk. Solange jemand in einer Falle ist von euch, kriegt er Blutungsschaden noch. Und ja, das finde ich sehr, sehr nice. Und wenn wir das jetzt noch paaren mit den beiden hier, dass sie sich schwieriger aus einer Falle befreien können, dann haut der Blutungsschaden schon richtig, richtig rein. Also das ist auch gleichzeitig meine Empfehlung, die beiden zu skillen und dann hier rechts hoch. Dann kommen wir noch zu seinen Unique Perks. Da haben wir einmal Venom. Wenn jemand in einer Falle geschnappt wurde, dann kriegt er ein HP für 5 Sekunden Schaden, beziehungsweise bis zu 30 Sekunden, was ziemlich, ziemlich viel ist. Und dann hat er noch Wireframe, wo er durch die kleinen Lücken und Gänge schneller durchkriechen kann. Den finde ich auch ziemlich nice. Aber mein Bild sieht folgendermaßen aus mit Venom, You Pay For That und Feral. Die Sache ist die, wenn wir jetzt zum Skillbaum kommen, dann sehen wir schon, also wir würden gern Serrated haben, das geht leider nicht, weil ich lieber Venom nehme. Ihr könntet natürlich auch, ja, wir gehen erstmal auf mein Bild ein. Also mein Bild würde hier nach links gehen und dann habt ihr hier You Pay For That, ihr habt hier Venom und ihr habt hier Feral, das sind fix gesetzte Perks. Und ihr habt auch noch den Perk Brute Strange, den ihr für Grandpa benutzen könnt. Der ist auch noch dabei. Ihr könntet aber auch Hysterical Strange anstatt Feral reinnehmen. Das ist auch ziemlich, ziemlich gut. Aber wir könnten es auch ein bisschen anders gestalten, den Bild. Aber wir könnten den Bild auch ein bisschen anders bauen. Und zwar
würden wir denn auf Venom verzichten und würden dafür Serrated reinnehmen? Ich würde gerne auch mit dem anderen Perk spielen, hier Wireframe. Das Problem meiner Meinung nach, dass die Perks, die man hier drüben bekommt, einfach nicht gut genug sind, um mit diesem Perk wirklich irgendwas Brauchbares anzustellen. Deswegen würde ich einfach auf dieser Seite bleiben und ich würde halt trotzdem You Pay for That, Serrated und dann Feral oder Hysterical Strange, beziehungsweise ihr könntet auch You Pay for That für Hysterical Strange tauschen. Das ist dann euch überlassen. Und das war's dann auch mit diesem Killer. Dann kommen wir auch schon zur letzten Familie. Dann kommen wir auch schon zum letzten Familienmitglied und das ist Sissy. Mein Favorit von allen, muss ich ehrlich sagen. Und auch das Familienmitglied, was meiner Meinung nach die meisten Varianten hat, wie man sie spielen kann. Aber dazu kommen wir noch. Was ist denn ihre Fähigkeit? Ihre Fähigkeit heißt Bane und sie hat sozusagen Giftpuder, was sie zerstreuen kann zu einer Giftwolke. Und jeder Überlebende, der durch diese Giftwolke läuft, wird einem angezeigt und seine Sicht verschwimmt. Sie hat drei Aufladungen davon, aber kann sie auch wieder aufladen, indem sie Puder sammelt, was auf der Map verteilt ist. Des Weiteren kann sie auch Heiltränke vergiften, was sehr ungünstig ist für die Survivor, wenn sie so einen Gifttrank nehmen, da sie dann Schaden bekommen, anstatt sich zu heilen. Ist eigentlich ganz cool. Dann kommen wir auch schon zu ihren Vorteilen, dass sie einmal durch Hindernisse durch kann, also wieder durch diese schmalen Wände oder durch diese Gänge. Sie sammelt recht schnell Blut. Sie ist die schnellste, die Blut sammelt. Sie kann durch ihre Wolke die Bewegung einschränken von Survivern. Gerade im Chase ist sie sehr, sehr, sehr stark. Durch bestimmte Perks, durch diesen einen Perk, können die andere Familienmitglieder mitnehmen können, könnt ihr die auch buffen. Was auch ziemlich praktisch ist, ziemlich strong ist. Genau, dann hatten wir ja schon, dass sie Medizin auch vergiften kann, was finde ich auch unfassbar strong ist. Aber ihre Fähigkeit ist auch extrem stark mit den Upgrades. Kommen wir mal schnell zu ihren Schwächen. Sie macht wenig Schaden. Sie hat es schwer, Survivor zu finden. Aber sie ist meiner Meinung nach recht anfängerfreundlich auch. Man kann, wenn man die Map kennt und weiß, was, wo welche Survivor hingehen und was sie für Tränke nehmen und so, dann kann man schon ziemlich gut vorbereiten, dass was ziemlich brutal ist. Also ihr Ceiling ist ziemlich hoch, umso mehr man die Map kennt. Aber vom Grund her ist sie recht anfängerfreundlich. Dann kommen wir mal kurz zu ihrer Fähigkeit und ihren Upgrades. Die finde ich, habe ich ja gesagt, sie ist sehr individuell zu spielen. Und zwar hat sie einmal die Möglichkeit, die Knochenhaufen und Toolboxen zu vergiften. Was eine Möglichkeit wäre, sie zu spielen. Also schön viel vorbereiten und die Survivor einfach vergiften. Dann persönlich mein Liebling ist, dass die Survivor vergiftet werden, wenn sie durch die Rauchwolke laufen und dass sie dann halt sozusagen Leben verlieren in der Zeit, wo sie vergiftet sind. Ist zwar nur kurz, aber hat schon ziemlich guten Impact. Und dann kommen wir auch zum letzten. Und damit kann sie Generatoren und Autobatterien vergiften. Also nochmal sozusagen das letzte Maß oder die letzte Verteidigung, die sie machen kann, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Mein persönlicher Lieblingsweg wäre einmal die Wolkenzeit zu erhöhen, dann die Zeit, wie lange sie vergiftet sind und dann einmal das Gift selbst. Finde ich persönlich die beste Variante. Aber man kann, wie gesagt, man hat viele Möglichkeiten mit ihr zu spielen. Und das finde ich ziemlich nice an ihr. Also kann man bestimmt ziemlich interessante Builds damit bauen. Aber ich habe mich erstmal auf meinem Build vorbereitet. Dann, wie würde ich die Attribute verskillen? Ganz einfach, ich würde das meiste auf Schaden machen und ein wenig auf die Ausdauer. Sie greift auch
ultra schnell an, also mit mehr Schaden, da sterben Survivor recht schnell. Als Perks würde ich Spore Loser nehmen, sprich wenn ihr in einem Nahkampf kommt, dann macht ihr eine Giftwolke, also wenn ihr den verliert, macht ihr eine Giftwolke, womit denn die Überlebenden vergiftet sind, also die können das nicht ausweichen, diese Giftwolke. Sie sind bei Default getroffen und ihr braucht nicht mal Puder, um das zu benutzen. Dann würde ich noch Rubber Legs nehmen, was die Überlebenden, wenn sie durch eure Giftwolke laufen, verlangsamt. Das heißt, mit den beiden, also mit dem, und dann verlangsamt ihr sie, unfassbar strong einfach, unfassbar strong. Das heißt, ihr kommt ultra schnell wieder ran an die Survivor und dennoch bufft ihr euch noch selber mit Special Blend. Wenn ihr durch eure eigene Giftwolke lauft, dann kriegt ihr bis zu 50% mehr Stamina-Regeneration für 30 Sekunden. Und der nächste Angriff ist ein Poison-Effekt. Also, mein persönlicher Lieblingsbild. Absolut insane. Und für Grandpa würde ich wahrscheinlich nochmal auf den Schaden eingehen mit Brutal Strange. Aber hier ist auch wieder egal, was ihr nehmt. Einer der Perks, die ich gesagt habe, dass sie gut sind. Dann kommen wir zum Skill Tree. Um meinen Bild, sage ich mal, am besten zu spielen, würde ich euch diesen Skill Tree hier empfehlen, weil ihr habt einmal hier eure Rubber Legs bekommt ihr. Hier, das ist ein Random Perk meiner Meinung nach gewesen. Da müsst ihr gucken, da habe ich Glück gehabt, dass ich Special Blend bekommen habe. Wäre praktisch, wenn ihr auch Special Blend bekommt. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn nicht, weil sonst würde ich nämlich euch empfehlen, You Pay for Zell zu nehmen. Was auch ziemlich praktisch ist, wenn ihr hier nicht Special Blend bekommt. Und zu guter Letzt bekommt ihr noch Spore Loser. Also ihr habt alle Perks, die ihr braucht, um diesen Bild zu spielen. Dann sind wir am Ende des Videos angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch einigermaßen mein Wissen vermitteln, was ich über dieses Spiel habe. Ja, ich hätte die ein oder anderen Sachen besser machen können, aber ich lerne noch. Ich versuche mich mit jedem Video immer ein Stück zu verbessern und ich freue mich über konstruktive Kritik, was ich wo wie besser machen kann, um das für die Zukunft natürlich die bestmöglichsten Videos für euch zu machen. Des Weiteren wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Lasst ein Abo da, drückt den Like-Button und schaut doch mal im Livestream vorbei. Ich würde sagen, Peace out!